Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen neuen Adventskalender für dich und zwar den 12 Boxen Adventskalender in a Box von ASOS. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Diesen Adventskalender habe ich tatsächlich aus England bestellt. Nee, Quatsch, den habe ich bei asos.de bestellt. Genau, und den originalen, der später irgendwann mal kommt, den müsste ich aus England bestellt haben. Ja, die hatten nämlich nur den Face and Body Adventskalender, den 12 Kläppchen Adventskalender, der quasi von dem 26.12. bis zum 6.1. geht, auf der deutschen Seite verfügbar. Es ist sehr fancy, ne? Wir kennen das ja letztes Jahr auch schon von dem Männer-Adventskalender, da war das auch in der Box und dann hatte man da die Schächtelchen drin. Der kostet übrigens, ich glaube, 38,99 oder so. Richtig krass. Für 12 Boxen. Ja, ich will einfach wissen, was drin ist. Also es ist einfach hier so ein Schubladeneinsatz und da ist es drin. Ich finde es relativ lieblos gestaltet, muss ich gestehen. Wir hatten das ja auch schon mal, dass du das in so einem großen Ding drin hast und dann hast du die einzelnen Boxen rausgenommen. Das fand ich cool. So ist es halt quadratisch praktisch gut, obwohl es eher rechteckig ist. Egal, ich mache jetzt die 1 auf, die ja quasi nicht am 26., die nicht am 1.12., sondern am 26.12. aufgemacht wird. Das kann man auch so hinstellen, wenn man möchte. Aber dann sind irgendwann die ganzen Boxen halt auch raus. Hier haben wir die Nummer 1. Aber der ASOS Adventskalender ist vom Inhalt übrigens erwartungsgemäß sehr krass. Also, ne? Wir haben hier als erstes drin von The Ordinary Natural Moisturizing Factors and Hyaluronsäure Surface Hydration Formula 30 ml. Ich glaube, das ist ein Serum, das man sich dann drauf macht. So, von The Ordinary. Ja, Feuchtigkeit kann ich gut gebrauchen. Hyaluronsäure kann ich auch gut gebrauchen. Und das ist aber eher eine Creme. Ja, das ist eine Creme, eine Gesichtscreme. 30 ml. Cool. The Ordinary ist jetzt nicht die teuerste Geschichte, aber man kann ja auch bei ASOS ganz normal Kosmetika bestellen. Und da gehört das auf jeden Fall mit dazu. Ja, man muss sich das ein bisschen zurechtbauen, dass man überhaupt an die Boxen drankommt, die man haben möchte. Also da muss ich immer erst 2 Boxen rausnehmen, bevor ich eine entnehmen kann, wo ich gerade dran bin. Also das ist sehr ungünstig gepackt, wenn ich das mal so sagen darf. Oh ja, das ist schön. Hier haben wir den Wonder Sponge drin von Spectrum. Das heißt, es ist einfach wie ein Beauty Blender, ne? Also ein Make-up-Schwämmchen. My brushes are better than yours. Okay, und Spectrum ist eine Pinselmarke, von der wir jetzt auch schon... Da habe ich nach von Sammy. Warum? Wieso? wo wir auch schon tatsächlich den ein oder anderen Pinsel mal in Adventskalendern drin bekommen haben. Ah, der hat hier auch noch... Entweder hat er hier eine abgeflachte Seite oder das sind transportbedingte Verformungen. Fühlt sich etwas härter an, aber auch nicht zu hart. Nö, der fühlt sich eigentlich ganz gut an. Doch, das kann was werden mit uns beiden. Cool. Nummer 3. Oh, da ist ja was Kleines drin. Von Sand and Sky Australian Pink Clay Pore Refining Face Mask. Detoxify and Brighten. Ja, das ist einfach so eine Schlammmaske. Die habe ich auch schon mal gehabt. Die hatten wir, glaube ich, letztes Jahr auch in dem ASOS Adventskalender drin. Und das soll einfach die Poren verfeinern, das Gesicht zum Strahlen bringen und so einen kleinen Detox-Effekt geben. Das machst du einfach drauf, lässt es normalerweise antrocknen und kannst es dann runterwaschen. Das ist mit Vitamin A. Ansonsten stehen da keine Verwendungshinweise drauf. Jo. So, hier haben wir die Nummer 4. Die ist groß und flach. Also die Muster da drauf sind jetzt nicht besonders weihnachtlich. Aber das, was drin ist, ist schon cool. Da beschwere ich mich nicht drüber. Denn, also erfahrungsgemäß sind die ASOS Adventskalender ziemlich geil. Ja, Glam Glow. Sehr schön. Glow Lace Radiance Boosting Hydration Sheet Mask. Das ist eine Gesichtsmaske, die dein Gesicht zum Strahlen bringen soll. Und ja, geil. Mit Feuchtigkeit und so. Und dann sieht dein Gesicht aus, als hättest du da, keine Ahnung, was gekriegt. Diese, wie nennt man das? Das ist so ein Muster, was dann durch das Gesicht gezogen wird, ne? Sehr interessant, ja. Und es soll dir auch Energie geben. Finde ich cool, Glam Glow ist eine ziemlich hochpreisige Marke, deswegen freue ich mich, dass es mit drin ist. Hier steht das Ganze auf Englisch drauf. 10 bis 15 Minuten musst du es nur drauf lassen und dann bist du wunderschön. So der Plan der Maske.
So, dann gehen wir mal zu der Nummer 5, die sich exakt unter der Nummer 4 befunden hat. Und auch das wieder ein großes, ja, flaches Ding. Und da haben wir wieder eine Maske. Masken sind meins, Leute, ne? Es bleibt nicht aus. Ich verwende so häufig Gesichtsmasken, da freue ich mich über jede nachfolgende Maske, die in Adventskalendern drin ist. Nein, jetzt ohne Witz. Gerade so teure Masken, die würde ich mir eher weniger selber kaufen und ich freue mich immer, wenn ich die irgendwo mit drin habe. Vital Hydra Solution Deep Hydration Sheet Mask. Also das ist eine Feuchtigkeitsmaske, wieder voll mein Ding, von Dr. Jart. Also das ist koreanische Kosmetik hier. Und ja, schreibt mir nochmal gerne in die Kommentare, wer sich gerade wundert, dass es bei ASOS Pflege gibt und nicht nur Klamotten. Da kriegt ihr auch wirklich, ihr kriegt da auch, also ohne Witz, ne, ihr kriegt da auch Schminke und sowas. Deswegen kann es kann gut sein, dass hier irgendwas von NARS oder Too Faced oder sowas drin ist. Da muss ich einfach mal gleich mich überraschen lassen. Mal gucken. Ja, und das soll entsprechend meiner trockenen Haut helfen, dass sie die Feuchtigkeit besser speichern kann. Und da freue ich mich drüber. Das finde ich klasse. Dr. Jart oder Dr. Jart Plus ist eine coole Marke, ne? So, das war die Nummer 5. Normalerweise wäre die 6 Nikolaus, aber wir gehen jetzt ja quasi nach Weihnachten und so weiter. Ja, die ist hier. Yay! Deep Sleep Pillow Spray. Ich liebe es von This Works. Das ist so geil. Ich habe da schon so viele von leer gemacht, Leute. Das mache ich super gerne, nicht nur auf unser Kopfkissen, sondern auf unser komplettes Bett. Und dann mache ich also morgens Betten machen. Das drauf machen, über den Tag einziehen lassen quasi. Und wenn man dann abends ins Bett geht, dann ist es nur so ein Hauch von. Es ist super angenehm, es ist sehr, sehr subtil und ich finde das großartig. Mega geil, dass es hier mit drin ist. Man konnte auf der Homepage auch sehen, was drin ist. Ich habe einfach direkt bestellt, Leute. Ich wollte mich überraschen lassen. Ich habe gesagt, ganz ehrlich, der war letztes Jahr schon so geil. Den will ich wieder haben. Der Qualitätsvermutungseffekt hat mal wieder zugeschlagen. So, wie kriege ich jetzt die Nummer 7 da hinten raus? Also, ne, das ist halt wirklich, ich kämpfe hier echt mit diesem Plastikding. Jetzt habe ich hier natürlich die 6 raus, dann könnte ich theoretisch hier die 7 rausschieben. Das geht. Das ist schön groß. Nip & Fab, auch eine super hochpreisige Marke. Exfoliate Glycolic Scrub Fix. Ja, das ist ein Glykolsäure-Peeling. Das ist ja gar nichts für mich, ne? Also, nee, das wird demnächst weiter wandern, das wird irgendwer anders bekommen. Also ich verlose hier ja auch immer sehr, sehr viel. Auch ich verlose komplette Adventskalender und so weiter. Deswegen macht euch da keine Sorgen. Das wird demnächst wieder hier irgendwo auftauchen. Genau, dann nehme ich jetzt mal direkt die Nummer 8 raus. Dr. Pawpaw. Das hatte ich auch schon mal in irgendeiner Beautybox mit drin. Es ist nett, dass es cruelty-free und vegan ist, also tierversuchsfrei und vegan, aber das ist halt so ein... Zum einen ist die Tube nur bis hierhin gefüllt, was ich ja fancy finde. Zum anderen ist das so eine orangene Geschichte, die da rauskommt. Die kannst du dir so als Blush-Ersatz drauf machen oder auf die Lippen. Aber ich finde das nicht so nice. Also da mag ich lieber meine Creme-Produkte von Maybelline zum Beispiel, den Dream Satin Blush oder so heißt der, ich weiß nicht. Den finde ich toll, aber das ist nicht so ganz meine Farbe, um das mal so zu sagen. Die beiden Klettchen waren jetzt eher nichts für mich. Dann schauen wir mal, was die Nummer 9 zu sagen hat. Sie ist auf jeden Fall schwer, obwohl sie so klein ist. Noch. The Mascara von Revolution. Ach, witzig. Wusstet ihr, dass man Revolution bei ASOS kaufen kann? Also ich habe das wohl schon mal gesehen, aber... Hä? Ach, das ist noch komplett verschlossen. Aha. Ich habe so viele Mascaren offen. Ich lasse die jetzt auch erstmal verschlossen. Aber ich finde es cool. Wir haben ja auch dekorative Kosmetik mit drin. Das ist halt diese Dr. Pawpaw-Geschichte. Das ist der Beauty Blender. Das ist jetzt auch die Mascara. Also von daher ist es schon sehr vielseitig jetzt gerade, ne? Und das nur bei 12 Büchschen. Finde ich cool. Gut, 38,99. Darf ich nicht vergessen, glaube ich. Die Nummer 10 habe ich jetzt gerade ausgepackt. Und da haben wir Florence by Mills Tint and Tame Brow Gel. Gel. Augenbrauengel. Das ist ja cool. Florence? Wo habe ich die Marke denn schon mal gehört? So rum wäre es jetzt richtig gewesen, das in die Kamera zu halten, ne? Ja. Ich weiß es nicht, wo ich das schon mal gehört habe. Oh. Es ist... Oh. Das ist ein Mini-Bürstchen. Ich liebe Mini-Bürstchen. Gerade für Augenbrauen, weil ich habe Mini-Augenbrauen. Mega. Das ist ein klares Gel. Riecht nach nichts, das ist auch sehr angenehm. Das finde ich ja cool. Wird auf jeden Fall ausgetestet. Siehste, dekorative Kosmetik. Bist du hier, also
Also, finde ich gut. Die Nummer 11 ist ganz schön groß, aber sie ist super leicht. Ich glaube, da ist nur eine Maske drin oder sowas. Nein. Oh. Ah, das finde ich aber gut. Ich liebe es. Es tut mir total leid. Es sind Adele Wispies. Und zwar hast du hier auch noch einen Duo-Kleber mit drin. Deswegen mein A. Weil ich habe mir letztens von BH Cosmetics, von Anisha Marie, die 1991 Wimpern bestellt. Habe aber bemerkt, dass ich leider keinen Wimpernkleber habe. Habe mich darüber geärgert. Und jetzt habe ich hier halt Wimpern. Und da sind Wimpern, also ist Wimpernkleber mit dabei. Und die sind ja mal heftig. Ich bin ja eigentlich kein Fan von künstlichen Wimpern. Da bin ich, ne, einfach ehrlich mit euch. Zumal meine Wimpern, wenn ich die halt ordentlich tusche und das alles soweit herrichte, brauche ich das auch nicht. Wenn ich die richtige Mascara verwende, brauche ich keine künstlichen Wimpern. Das ist Fakt, ne? Da brauchen wir gar nicht drüber reden, weil ich komme teilweise mit meinen Wimpern auch bis zu meinen Augenbrauen. Anderes Thema. Aber hier habe ich halt einen Wimpernkleber mit dabei und dann kann man das einfach mal austesten. Sei es, dass man einfach mal einen etwas aufregenderen Look schminken möchte oder halt für Weihnachten, dass man auch mal künstliche Wimpern sich aufkleben möchte. Manchmal habe ich da auch einfach Bock auf irgendwas Fancy-mäßiges. Oder wenn man sagt, ich mache, keine Ahnung, einen Halloween-Look oder einen Karnevals-Look oder so, da ist es nicht verkehrt, ne? Deswegen. Und das sind halt extreme Wimpern. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sehen kann, wie heftig die sind. Die sind ja enorm voluminös, ne? Stehen richtig ab, das ist so sowohl nach unten als auch gerade, als auch richtig nach oben. Hammermäßig, also das finde ich spektakulär. Die werden auf jeden Fall tatsächlich ausgetestet. Auch wenn ich ein bisschen Angst davor habe. Aber gut, dann haben wir jetzt hier die Nummer 12 und die ist ganz schön schwer. Ja! Und hier haben wir wirklich was von NARS drin, Leute. Tada! Das ist der Laguna Bronzer. Ist das nicht wahnsinnig cool? Das feiere ich ja. Ja, das ist nicht billig, so ein Ding, ne? Ansonsten, ich finde den mega. Ich finde es total geil und ich feiere es, dass der hier mit drin ist. Ja gut, ne? Wir haben 38,99 bezahlt. Da hätte ich definitiv auch sowas erwarten können. Auch diese kompletten Markengeschichten, was wir hier drin haben. Witzig finde ich tatsächlich, dass wir hier eine Revolution Mascara mit drin haben, weil Revolution ist jetzt nicht so unbedingt High-End, um das mal so zu sagen. Aber es ist eine coole Marke, ne? Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Da vorne steht auch der Revolution Adventskalender. Wenn ich die Marke nicht mögen würde, hätte ich mir den nicht gekauft. Ich finde, wir haben ein schönes Verhältnis von ein bisschen Pflege, ein bisschen dekorative Kosmetik, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Manche werden vielleicht sagen, oh komm, wir haben jetzt echt drei Masken drin, das ist ein bisschen viel. Ich feiere das, ne? Also für mich ist es traumhaft cool und ja, mir hat es gefallen. Also es wurde auf jeden Fall mein Geschmack getroffen und es ist ein Adventskalender, in Anführungsstrichen, den ich empfehlen kann. Ich bin aber gespannt auf den kompletten Adventskalender, also quasi vom 1. bis zum 24. Dezember. Das hier wäre ja nur die Fortführung gewesen. Praktisch ist auf jeden Fall, dass du hier so eine Schubladengeschichte hast, ne? Das ist ein nettes Format, da kannst du nichts zu sagen. Und so eine klare Schublade kannst du immer gut gebrauchen, egal für was, ne? Deswegen, Wiederverwertbarkeit ist auf jeden Fall gegeben. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2020. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!